Herzlich zu unserem heutigen Webinar begrüßen. Und einen kleinen Moment, muss nochmal umschalten. So, jetzt sollten Sie das auch im Vollbildschirm sehen. Ja, heute unser Thema Everything to PDFA. PDFA haben Sie sicher schon gehört oder wir hatten ja den kleinen Film als Einleitung jetzt. Natürlich auch dann konkret, wie man das mit dem PDF-Kompressor entsprechend durchführen kann. Das ist das Thema, was wir heute mit Ihnen bearbeiten wollen in so circa 45 Minuten. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Zellmann. Ich bin hier im Vertrieb zuständig. Ich bin das untere Foto. Ich werde das zusammen mit dem Armin Ortmann machen, das Webinar. Er wird uns dann praktisch Beispiele aus allen Welten mit dem PDF-Kompressor zeigen. Der Herr Ortmann stellt sich nochmal selber vor und gibt nochmal kurz praktische Hinweise. Armin? Hallo, guten Tag auch von meiner Seite. Das ist jetzt hier gerade ein bisschen unhandlich mit dem Bildschirm. So, ich hoffe, Sie können mich jetzt auch hören. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin der Entwicklungsleiter der LuraTech und werde heute die technische Demonstration übernehmen. Außerdem noch ein kurzer Hinweis zum Prozedere hier. Sie haben es wahrscheinlich selber schon gesehen. Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet. Sie hören nur uns reden. Das soll aber nicht heißen, dass wir keine Fragen und kein Feedback von Ihnen entgegennehmen würden. Wir würden Sie aber bitten, dieses in dieses entsprechende Fenster der GoToMeeting-Software einzutippen. Und wir werden versuchen, auf alle Fragen im Laufe des Webinars einzugehen. Erfahrungsgemäß klappt das nicht immer hundertprozentig. Entweder sind es zu bestimmten Themen zu viele Fragen oder die Fragen gehen zu sehr ins Detail. Dann würden wir die im Nachgang per Telefon oder E-Mail mit Ihnen klären. Ansonsten gerade Fragen, die auch für alle anderen Teilnehmer interessant sein könnten, werden wir hier dann direkt entgegennehmen und besprechen. Zum Abschluss des Webinars gibt es einen kleinen Fragebogen, den wir Sie bitten würden auszufüllen. Das ist wirklich eine Sache von wenigen Minuten, um uns auch eine Rückmeldung zu geben, wie Sie es gefunden haben, was Sie interessant fanden und was wir auch in Zukunft möglicherweise besser machen können. Ansonsten schon mal vorweg der Hinweis, wenn Ihnen eine Viertelstunde später oder morgen früh unter der Dusche oder sonst wo noch Sachen einfallen, die Sie vergessen haben zu fragen oder Dinge, die für Sie dringend wichtig wären, Sie erreichen uns jederzeit unter den am Ende angegebenen Support-Telefonnummern und Mail-Adressen und selbstverständlich werden wir auch diese Fragen dann gerne beantworten und wir werden Ihnen auch eine Aufzeichnung des Webinars sowie sämtliche Folien zur Verfügung stellen. So, Thomas, dann darfst du wieder. Ja, vielen Dank für die Einführung, Armin. Gut, ich wollte so ein bisschen jetzt einleiten in das Thema PDFA, in die verschiedenen Anwendungsfälle. Muss aufpassen, dass ich nicht zu lange rede, weil der Herr Ortmann, das soll auch ein großer Schwerpunkt des Webinars sein, dass Sie dann auch praktisch mit dem PDF-Kompressor sehen, wie das geht. Und er hat da auch sehr schöne Beispiele. Das heißt, hier wollen wir dann auch entsprechend viel Zeit zur Verfügung haben. Nichtsdestotrotz möchte ich mit zwei Folien anfangen, damit Sie das nochmal ein bisschen einordnen können. Ist jetzt heute ein bisschen gemischt, weil viele der Teilnehmer kennen uns noch als LuraTech. Das hat sich gerade zum 1. Oktober geändert. Das heißt, seitdem heißen wir Foxit Europe GmbH LuraTech und das zeigt uns auch hier die erste Folie, ist dann weiterhin ein Geschäftsbereich der Foxit Software. Ja, ganz praktisch zu merken, Sie sehen es heute so ein bisschen, die Folien werden oranger, das ist so die Farbe von Foxit. LuraTech ist rot-blau, also wer so ein bisschen im Grafik ist, findet das nicht so schön, aber das wird sich anpassen. Aber wichtig ist, wir liefern weiterhin Software und Services für eben die Konvertierung von gescannten und digitalen Dokumenten. Das ist halt insbesondere der PDF-Kompressor, über den wir hier heute reden, in allen Bereichen, wo PDFA erzeugt werden kann. Wir haben dann das neue Produkt Anfang 2016, den Rendition Server, vorgestellt. Das ist dann für eine Lösung für die zentrale PDF-Konvertierung. Wenn Sie aus vielen Anwendungen PDF erzeugen, dann kann das eine Lösung sein, die dann eben komplett im Unternehmen die PDF-Konvertierung vornimmt. Heute nicht das Thema, aber nur, dass Sie das auch mal gehört haben. Wir sind natürlich als LuraTech, aber auch als Foxit schon lange Mitglied der PDF Association. Also wenn wir über PDFA reden, dann sollten wir auch ein bisschen was davon verstehen. Ich hoffe, das tun wir. Sie kennen alle unseren Geschäftsführer, den Herrn Heiermann. Der ist natürlich auch Vorstandsmitglied der PDF Association. Ich bin dann in einer Nebenfunktion auch der Geschäftsführer und die Entwickler, also der Herr Ortmann und seine Kollegen und Mitarbeiter, die sind dann auch in der technischen Arbeit aktiv. Das sind eben die Arbeitsgruppen der PDF Association und natürlich die Standardisierung, die dann im Rahmen der ISO stattfindet und dann entsprechend auch über den deutschen DIN nach Deutschland kommt.
Gut, eine Folie auch, weil für viele von Ihnen ist dann vielleicht das Thema Foxit auch neu, dass man das auch mal gehört hat. Ich gehe eigentlich davon aus, dass Sie Foxit schon mal gehört haben. Ich habe hier einfach nur mal so die wichtigsten Lösungen vorgestellt und so ergänzen sich beide Firmen, beide Produktpaletten auch. Luratec traditionell auf der Serverseite, also der PDF-Kompressor ist ein Server-Tool, das ist nicht auf Ihrem Arbeitsplatz-PC. Der Rendition-Server läuft auch im Rechenzentrum in Ihrer IT-Konfiguration. Foxit kommt so ein bisschen mehr von der Client-Seite, also das, was man wirklich am Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsplatz hat. Da kennen Sie vielleicht den Foxit Reader. Das ist eben eine Alternative zum kostenfreien Adobe Reader. Auch der Foxit Reader ist frei. Das ist eben, glaube ich, guten Gewissens sagen zu können, auch der Nummer 2 PDF-Viewer. Also wenn Sie einfach PDF anzeigen wollen, dann ist das eine Möglichkeit. Und der bietet aus unserem Bereich auch zwei schöne Funktionen, nehme ich immer ganz gerne raus. Also wenn wir gescannte Dokumente haben, sehen wir vielleicht nachher in der praktischen Demo dann noch, kann man sehr einfach die OCR, also das, was mit OCR in gescannten Dokumenten behandelt wurde, erkennen. Und wenn man eben, ich bin ein PDF-RA3-Fan, entsprechend macht, dann zeige ich Ihnen hier natürlich eine PDF-RA-Präsentation und hier die kleine Büroklammer, das ist das, wo ich in PDF-RA3 Dateien einbetten kann, zeigt auch, ich habe hier eben die Original-PowerPoint. Also natürlich habe ich diese Präsentation als PowerPoint vorbereitet. Das ist mein Werkzeug, um Präsentationen zu machen und dann aber eben jetzt als Ansicht als PDF, PDF-RA3. Phantom PDF, das ist ein kompletter PDF-Editor und das wäre dann eben, wenn das bei Interesse ist, stehen wir da auch gerne zur Verfügung, eine kostengünstige Alternative zu Acrobat. Also wenn Sie 50, 100 oder 1000 Arbeitsplätze haben, dann kann das da sein. Mit dem Zusammenschluss kommen halt viele weitere PDF-Toolkits und SDKs dazu, Basistechnologie, die wir einsetzen können oder umgekehrt, wo eben PDF-Lösungen von uns dann auch in die Foxit-Produkte einfließen. Eine ganz neue Initiative, heute auch nicht das Thema, aber kurz mal angetippt, ist das Thema Connected PDF. Also hier ein Cloud-basiertes Ökosystem oder eine Plattform, wo Sie PDF-Dokumente mit anderen im Unternehmen, aber natürlich auch mit Geschäftspartnern entsprechend teilen können, wo man Versionsverfolgung machen kann, wo man Dateien editieren kann. Also hier eine sehr interessante Lösung. Ich habe mal die Webseite aufgeschrieben, aber wollen wir heute hier nicht vertiefen. Vertiefen wollen wir das Thema PDF-A, Everything to PDF-A und das auch noch so mal ein bisschen von der Anwendung zu motivieren. Tja, früher gab es halt die gute alte Papierakte, also das kleine Bild mit dem Schrank zeigt das schön, da war alles in Ordnung. Wenn Sie eine Behörde sind, wenn Sie eine Versicherung sind, dann kennen Sie das, wissen auch irgendwie, das war ganz ordentlich. Hier sind wir natürlich auf dem Wege der Digitalisierung schon lange unterwegs und das bietet auch viele Vorteile, da muss ich Sie nicht überzeugen. Aber wir haben eben das, ja, was dann so in der Branche eigentlich Multi-Channel-Input heißt, das heißt, es ist alles ein bisschen durcheinander gekommen. Es gibt nach wie vor viel Papier. Denken Sie an Ihren Posteingang, an Ihre Poststelle. Da kommt immer noch viel Papier rein, was natürlich jetzt auch digital verarbeitet werden soll. Da kommen wir ja zu dem Thema Scannen. Dann natürlich schon seit vielen, vielen Jahren jede Menge E-Mails, wo Ihre Kunden, Ihre Geschäftspartner über E-Mail mit Ihnen reden. Wir kennen aber immer noch viele Anwender, wo das eben, ja, ich habe so schön geschrieben, die liegen alleine im Mail-Server, da steht halt so ein Exchange-Server oder ein anderer Mail-Server rum und da sind die erstmal so, da sind die auch irgendwie zugreifbar. Sie sind aber eben nicht im logischen Zusammenhang Ihrer Kunden, Ihrer Projektakte. Das kann teilweise sehr müßig sein und es gibt noch den Fall, wir kennen nicht so wenig Anwender, wo Mails dann, wichtige Mails, Geschäftsmails gedruckt werden und dann, weil es jetzt einfach am praktischen ist, dann werden die einfach durch den Posteingang gescannt, als wenn ein Stück Brief reingekommen wäre. Dann gibt es halt tausende von Dokumenten, die überall auf ihren File-Servern, auf den Arbeitsplatten verteilt sind. Es werden halt auch PDFs mit, das ist das Schöne bei PDF, es gibt tausend Werkzeuge, die sind teilweise gut, teilweise aber leider auch schlecht gemacht. Also hier will man eigentlich aus so einer Archivsicht auch sicherstellen, dass man eine gute PDF-Qualität hat, Dokumente, die eben auch sicher sind. Das ist ja auch ein Ziel, was PDF-A erfüllt, eben diese Langzeitsicherheit, dass das eben auch in einer unbekannten Zukunft in 10 Jahren entsprechend reproduziert werden kann. Dann kommt die ganze mobile Welt dazu, haben wir ja auch Lösungen in dem Bereich, also insbesondere wieder am Scannen. Also wenn man Außendienstmitarbeiter Reisekostenabrechnung machen, wenn
ist dann hier bei uns in unserer kleinen Firma so einer der häufigen Anwendungsfälle, wenn man halt leider krank ist, na dann scannt man eben mal schnell seine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit dem Handy und schickt die dann in die Zentrale oder hier zu uns, damit unsere Administration eben die Krankmeldung umgehend erhält. Und auch ihr Papier-Output ist Teil der Akte und das ist genau eigentlich die ja auch Herausforderung in dieser neuen Welt, eben wieder eine logische Akte, wie die gute alte Papierakte Sie wollen. Das sind dann typischerweise auch ja DMS oder ECM-Systeme, wo das alles zusammen ist, wo das alles wieder zusammenkommt. Denn Sie wollen alle Vorgänge mit Ihrem Kunden natürlich im Zugriff haben. Sie wollen wissen, was da passiert ist. Und wenn eben Ihr Kunde, der Bürger anruft, dann ist dem eigentlich auch egal. Also ich bin jetzt mal der Bürger und rufe bei einer Behörde an, dann ist mir auch egal, ob ich einen Fax geschickt habe, einen Brief oder ein E-Mail. Ich erwarte eigentlich, dass die andere Seite, nämlich die Behörde, weiß, was mein Anliegen ist. Das ist schon auch eine Herausforderung in den schönen digitalen Welt, das alles auch wieder zusammenzuziehen. Und das war eigentlich auch die eine der Ursprungsideen, also PDFA als sicheres Format für die Langzeitarchivierung, unabhängig von Hardware, gibt es auf Windows, gibt es auf Macintosh, gibt es auf mobilen Geräten entsprechend verfügbar, dass man auch als Basis, ich nehme immer ganz gerne das Bild eines Hauses, da haben Sie halt ein Fundament und das Fundament, das sind Ihre Dokumente und die müssen ordentlich sein und darauf können Sie dann eben Ihre Organisation, ein ECM-System, Workflow-Systeme realisieren, die eben das machen, aber wenn da unten dann das Fundament ja auf Sand gebaut ist, weil Sie da TIFF und JPEGs, riesen JPEGs von der Kamera und solche Dinge haben, dann fehlt es irgendwie an der Basis. Und das ist genau das, was PDFA auch adressieren will, dass man eben sowohl die gescannten Dokumente nach PDFA konvertieren kann. Hier rechts sind so ein bisschen die internen Dokumente, also typisch vielleicht auch die Office-Welt, das muss nicht immer Microsoft Office sein, das kann auch LibreOffice oder andere Komponenten sein, das, was Sie vielleicht im Ausgang selber erzeugen, also aus Fachanwendung, aus vielleicht Output-Management-System und auch das, was Sie erhalten, das sind dann halt ja im Wesentlichen auch E-Mails und E-Mails ist ja eben nicht nur der Text, sondern das, was meistens spannend ist, ist das Attachment, da kommt dann halt ein Word rein, da kommt dann halt ein Excel als Anhang rein und all solche Dinge. Das kann man eben mit PDFA als dem Format, also da gibt es nach bestem Wissen und Gewissen auch keine Konkurrenz, keinen Nachfolger, entsprechend synchronisieren. Wenn gewünscht, kann man das signieren und man hat eben eine eindeutige Ausgabe am Bildschirm, auf dem Drucker oder eben auch, wenn Sie wieder anfangen, Dokumente dann mit Geschäftspartnern auszutauschen. Also hier dieses alte Weltbild, und das ist schon 10 Jahre alt, als PDFA erfunden wurde und das ist eigentlich immer noch richtig. Deswegen zeige ich das immer ganz gerne nochmal. Gut, so ein bisschen die Anwendungsbereiche möchte ich jetzt nochmal kurz durchgehen. Das ist dann auch so ein bisschen gleich, wie Sie das in der praktischen Demo sehen. Also anfangen tun wir mit dem Bereich Scannen. Das ist schon, kann man irgendwie sagen, so, ich sage immer ganz gerne, sind zwei Welten. Das eine ist, wir fangen mit einem Stück Papier an. Also ein Stück Papier kann eine ganze Akte mit 100 oder 1000 Seiten sein oder Ihr Posteingang. Je nach Unternehmensgröße können da auch mal 10 oder 100.000 Seiten Papier pro Tag reinkommen. Dann kann man natürlich heute in Farbe scannen. Das gibt die Hardware her. Das sind Scanner-Hardware-Systeme, die sind ja heute preislich attraktiv. Die sind auch schnell. Also Hardware ist dann nicht mehr der Flaschenhals. Das wird schon gemacht. Man kann dann eben als PDFA scannen. Hier haben wir natürlich im Laufe der vielen Jahre auch Best Practices. Also da gibt es ja dann, wenn man ein bisschen genauer guckt, diese genauen Normteile. Und da hat sich eben dieser Normteil, das war ein technisches Detail, 2U bewährt. Und Sie halten im Wesentlichen drei Vorteile. Sie haben ein sicheres Format als ISO-Standard. Also auch, wollen wir nicht hoffen, wenn LuraTeX nicht mehr da ist, aber selbst wenn Adobe oder Microsoft nicht mehr existieren sollte, dann ist dieser ISO-Standard in, ich sage immer ganz gerne, in einer zivilisierten Welt noch da und dann ist es auch sichergestellt, dass man diese Dokumente reproduzieren kann. Im Scan-Bereich ist einer der Hauptvorteile eben die OCR, weil wenn Sie scannen, haben Sie erstmal ein dummes Pixelbild, also alle Buchstaben sind eigentlich nur Pixel, als wenn Sie das abfotografieren. Und erst durch die OCR werden das wieder Dokumente, wo man halt auf die Texte zugreifen kann, diese Texte extrahieren kann, diese Texte verarbeiten kann, das Dokument für die Sachbearbeitung erschließen kann. Und dann natürlich die klassische Stärke des PDF-Kompressors, der LuraTeX, eben die Kompression. Einige von Ihnen kennen das schon, dass man eben hier sehr hohe Kompression erreicht. Man kann sich das am einfachsten so merken, die Dateigröße
landet dann in der Größenordnung, wie man das von Schwarz-Weiß kennt, also unter 100 Kilobyte, typischerweise so 60 bis 80 Kilobyte für eine Seite Vollfarbe. Und die klassischen Anwendungen sind halt der Posteingang selber, also da, wo in Ihrer Poststelle Dokumente eingehen oder da, wo Sie vielleicht im Keller, im Lager, eben große Bestände, Bauamt fällt mir ein, Riesenmengen von Bauakten entsprechend, und das machen ja viele Unternehmen oder haben das schon gemacht, eben diese Dinge, diese Akten digitalisieren, um dann mit allen Vorteilen auch dort zugreifen zu können. Nochmal kurz das Prinzip, und ich sage immer ganz gerne, dass der Haupttrick unserer Kompression erklärt. Sie haben halt so ein hier abstraktes Bild mit der Sonnenblume. Da ist halt ein Bild drin, also Grafikanteile, das können auch Tabellen sein. Da sind Textanteile drin, die sind vielleicht auch in Farbe geschrieben. Das kann auch mal schwierig sein, technisch für eine OCR-Software. Und der Hauptansatz der LuraTech-Kompression ist eben, das in drei Ebenen zu zerlegen. Das ist intern, also wenn Sie von außen im Explorer gucken, dann ist das eine .pdf-Datei. Sie können die dann schalten, sehen wir gleich noch in der Demo. Aber im Prinzip wird eben eine Schwarz-Weiß-Ebene erzeugt. Das ist eben der Text, schwarzer Text auf weißem Hintergrund. Das ist ja typischerweise bei Geschäftsdokumenten auch das Wichtigste. Das ist dann auch verlustlos komprimiert. Dass eben Teile davon in Rot oder Blau geschrieben waren, das kann man sehr stark komprimieren. Und auch was Bildanteile sind, also hier die Sonnenblume oder andere Elemente, können sehr stark komprimiert werden. Und damit wird eben diese hohe Kompression erreicht. Gut, die andere Welt ist eben die digitale Welt. Es beginnt schon digital mit einem E-Mail, mit einem Word-Dokument im einfachsten Fall. All diese Dinge, und hier ist natürlich klar, großer Bereich, großes Thema, das Thema E-Mail-Konvertierung, machen auch schon viele Kunden seit vielen Jahren. Also hier kann man eben auch die E-Mails als PDFA konvertieren. Wollte das einleitend auch so ein bisschen, nicht einleitend, das ist ja hier eine kurze Folie, aber schon nochmal auch abgrenzen. Das ist wieder das Fundament vom Haus. Sie haben eine gute Basis. E-Mail-Management ist ein Thema, da haben wir eigene Webinare zu. Also wie organisieren Sie das? Wie gehen Sie mit privaten E-Mails um? Wer darf was ablegen, da kann man sehr groß, also es ist dann sicher auch ein größeres Thema, was Sie in Ihrer Organisation schon auch als richtiges Projekt machen wollen. Aber für die Basis bietet sich wieder PDFA an, und hier gibt es eben das PDFA 1, wo man das flach konvertieren kann. Also das Mail und Anlagen werden eben 20 Seiten konvertiertes PDFA, oder eben das neuere, der neuere Normteil PDFA 3, der erlaubt eben die Einbettung, wie Sie es eben in meinem Beispiel gesehen haben. Also ich hatte hier meinen PowerPoint eingebettet. Also wenn Sie ein E-Mail haben, wo ein Word, ein Doc, ein Excel dranhängt, dann kann man das auch im Original mit archivieren, wenn das Sinn macht. Erfahrungsgemäß ist es eben so, dass es für die kurzfristige Verarbeitung, weil Sie mit dem Excel noch weiterarbeiten wollen, dann durchaus auf das Excel zurückgreift. Wenn es dann Richtung Archiv, Archivierung geht, dann ist typischerweise nur noch die sichere PDFA-Darstellung interessant. Das muss auch gekonnt sein, also das sind sicher auch Stärken vom PDF-Kompressor. Hier, dass man eben keinen Outlook braucht, der PDF-Kompressor. Und ja, so ein einfaches Mail kann eigentlich jeder konvertieren, und das ist, glaube ich, was wir hier in vielen Jahren in der Entwicklung und auch im Support behakt haben. Beim E-Mail kommt halt naturgemäß alles Mögliche und auch Unmögliche rein, und da gibt es halt viele, viele kleine Dinge, die man lösen muss, und da zeigt der PDF-Kompressor in der Praxis dann auch seine Stärken. Gut, und dann nochmal PDFA 3 kurz hier vorgestellt. Das ist eben der neueste Normteil. Für Techniker immer langweilig, weil der hat im Vergleich zu PDFA nur ein Feature, und das ist, Sie können eine beliebige Datei einbetten. Das heißt, hier technisch relativ einfach, aber aus Sicht der Anwendungsfälle bietet sich da viel. Der ISO-Standard ist da auch sehr offen. Also im Worst Case können Sie auch ein Virus einbetten, das verbietet Ihnen niemand. Das wollen Sie typischerweise ja nicht tun. Sie könnten aber auch ein Video einbetten. Das mag für den Anwendungsfall total sinnvoll sein. Denken Sie an eine Bedienungsanleitung, die hat vielleicht 100 Seiten von einer komplexen Maschine. Da kann das aber sehr, sehr hilfreich für die Anwendung sein, das Video, was das eben praktisch erklärt, dabei zu haben. Man muss dann auch immer wissen, sicher ist nur der Dokumententeil langzeitsicher. Videos Langzeit archivieren, anderes Thema, andere Welt, aber für den Anwendungsfall sehr gut. Und anhand, das Einzige, was man sagen muss, ist, was bette ich denn da ein? Und daran kann man ganz gut so diese Anwendungsfälle entsprechend sehen. Also Sie sehen hier das Thema Source, also das sind so die vier
möglichen Fälle, die man hat. Das wäre genau mein PowerPoint. Ich habe die Folien in PowerPoint gemacht, bette ich ein, zeige Ihnen die PDFA, aber wenn ich Ihnen das hinterher schicke, haben Sie beide da. Wenn wir das auf unserer Webseite tun, ist das auch ein komplettes Dokument. Supplement, hier kann man ergänzende Daten einbetten. Das können halt weitere Informationen sein, die dazugehören, die man da entsprechend zum Dokument, zum Vorgang, also man hat letztendlich so eine kleine Mini-Akte oder mindestens mal einen kompletten Vorgang, auch als eine Datei, da muss man nicht umständlich in verschiedenen Systemen die Dinge zusammenhalten. Es gibt Data, wenn man Messdaten, kennen wir zum Beispiel aus dem Katasterbereich, da werden halt viele Messdaten, das was dann irgendwann, da will man vielleicht nochmal mit arbeiten in einem Zeitraum von 6 bis 12 Monaten, irgendwann ist aber eigentlich nur noch der PDF-Report, die Auswertung dieser Messdaten relevant. Dann gibt es eben das Thema Alternative, also eine andere Darstellung. Und da ist halt in Deutschland das Paradebeispiel, die elektronischen Rechnungen nach Zugpferd. Und das ist aus auch wirklich meiner ehrlichen Sicht eine geniale Lösung. Also ich schicke Ihnen eine Rechnung. Wenn Sie gar keine Ahnung von IT haben, dann haben Sie einen Foxit Reader oder einen Adobe Reader, können die PDF-Rechnung aufmachen, drucken die aus, prüfen die und bezahlen die. Es ist aber eben auch die Rechnungsdaten und genau das ist ja das Zugpferd als XML eingebettet. Da steht halt auch die Rechnungssumme, die Mehrwertsteuer maschinenlesbar drin und wer halt automatische Rechnungsverarbeiten machen will, der schnappt sich das XML, überführt das zum Beispiel in sein SAP-System, macht die Verarbeitung und dann ist aber immer noch ein komplettes Dokument, nämlich die PDF mit XML-Version fürs Archiv da. Gut, das war so im Überflug die Anwendungsfälle, die drei Welten. Und jetzt wird der Herr Ortmann übernehmen und Ihnen das auch praktisch an den Beispielen zeigen, wie das halt für Scans, E-Mails und andere Anwendungen geht. Dann schalten wir einmal um. Ja, danke schön, Thomas. Ich hoffe, du hörst mich jetzt auch und musst dich dann selber auch mal eben stumm schalten. So, ja, das war jetzt die ganz große Rundreise durch die Welt von PDF und PDFA, die der Thomas da in aller Kürze gemacht hat. Ich werde jetzt mal versuchen, das zumindest auszugsweise an einem kurzen, knackigen Beispiel zu zeigen. Wir können hier jetzt mit Sicherheit nicht auf sämtliche Aspekte eingehen. Was ich vorbereitet habe im Stil eines guten Fernsehkochs, sind folgende Dokumente hier. Da ist die Hintergrundgeschichte, ist die Immobilienkauf in Berlin, immer noch eine beliebte Geschichte. Gibt es viele Angebote, wenn Sie ein bisschen stöbern im Netz, finden Sie zum Beispiel sowas hier, 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon im Prenzlauer Berg, mit Details und Lageplan und schönen Fotos. Das ist doch eine prima Sache, wenn Sie sich entscheiden, sowas zu kaufen. Dann sind Sie natürlich schnell dabei, dass Sie sagen, ha, hier, Kaufpreis steht ja irgendwo dabei, knapp 200.000 Euro, hat man vielleicht nicht unbedingt, na, 255.000 Euro, 177 war der Energieverbrauch. Das hat man ja vielleicht nicht unbedingt in der Portokasse, trotzdem überlegt man sich, gut, möchte ich machen. Dann sind Sie auf dem Weg zu einem Immobilienfinanzierer oder zu einer Bank und wer das schon mal gemacht hat, weiß, da trägt man einen Haufen Papier zusammen. Die wollen alle möglichen Unterlagen haben, die wollen Grundbuchauszüge, die wollen alle möglichen Bescheinigungen, dass das mit der Wohnung alles in Ordnung ist. Die wollen natürlich solche Sachen wie beispielsweise einen Grundriss haben. Haben wir dann zum Beispiel hier, ist offensichtlich ein gescanntes Dokument. Sieht man hier auch so ein bisschen JPEG-Artefakte, trotzdem insgesamt gut leserlich. Grundriss wäre also da. Und so weiter und so fort. Im Zusammenhang mit so einem Hin und Her zwischen Kunden und Immobilienfinanzierer wird dann zum Beispiel ja auch gerne mal eine Mail verschickt. Na, man will ja nicht unbedingt irgendwelche 50 Seiten Kaufverträge mit der Post hin und her schicken oder ähnliches. Und in dem Zusammenhang hat man dann halt gerne sowas. Der Immobilienfinanzierer sagt also dem Kunden, Bank hat sich gemeldet, die wollen jetzt noch folgende Dokumente haben. Objektbeschreibung, Fotos, Lageplan, Kaufvertragsentwurf und Versicherungsnachweis. Gut, sagt der Kunde, schreibt er zurück, hier haben wir schon mal den Versicherungsnachweis und den Vertragsentwurf. In der Tat, hängen hier als Anhänge dran. Könnte man also direkt so in dieser Mail auch auf der Seite des Finanzierers archivieren. Gucken wir mal kurz rein. Das ist also ein
ganz normales Word-Dokument, was wir hier haben. Haben wir natürlich ein bisschen zusammengekürzt und anonymisiert hier. Ja, Word-Dokument, alles klar. Dann haben wir hier diesen Versicherungsbeleg. Das ist ein JPEG. Naja, da hat möglicherweise der Kunde, wie das so die Art von Kunden ist, vielleicht einfach bei sich zu Hause diesen Beleg auf den Küchentisch gelegt und mit seinem Smartphone abfotografiert. Das, so sieht das ein bisschen aus hier mit der Helligkeitsverteilung und diesem Farbrauschen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Handyfoto, ist aber ja insgesamt gut leserlich und insofern spricht auch vielleicht nichts dagegen, das auch in dieser Form zu archivieren. Und dann trudeln vielleicht im Nachgang auf anderem Wege die übrigen Dokumente hier noch ein. Grundriss hatten wir gerade schon mal angeguckt. Dann haben wir hier diese beiden Fotos, Vorder- und Rückansicht. Naja, halt so eine Etagenwohnung. Ne? Gut, dieses lustige Sammelsurium an Dokumenten hat also nun der Immobilienfinanzierer da bei sich in einem Ordner liegen. Und da wäre eine Möglichkeit mit dem PDF-Kompressor, und ich schmeiße das hier schon mal eben an, während ich weiterrede, weil das wird erfahrungsgemäß einen Moment dauern, diese Sachen mit dem PDF-Kompressor einheitlich nach PDF-A zu konvertieren. Ja, da sehen wir also hier die Eingabeformate, die dazu zur Verfügung stehen. Das ist eine ganze Menge und alle, die hier vorliegen, haben wir natürlich auch angehakt hier. So, das müsste hier gleich eigentlich gleich auch fertig sein. Na, ja, ein bisschen macht er noch. Können wir hier schon mal gucken, Ausgabeformat ist jetzt wie von Thomas angesprochen, PDF A3U. So. Und wichtig ist auch hier auf der Eingabeseite haben wir also als Modus diesen automatischen Modus, den es seit geraumer Zeit im PDF-Kompressor gibt, ausgewählt. Das heißt, der PDF-Kompressor ist trotz, so, jetzt ist er fertig, trotz dieses dieser großen Bandbreite an Eingabeformaten, die wir hier ausgewählt haben, ist der PDF-Kompressor in der Lage, nach hinten raus die beste Option auszuwählen, wie er das in PDF A3U überführt. Dann gucken wir uns jetzt hier mal die Ausgabe an, was da so passiert ist. Ja, hier kommt erstmal der Hinweis, ist PDF A, ne? Sieht immer noch alles prima und sauber aus. Na. So, Fotos sind auch alle noch da. Ich wollte jetzt hier eigentlich gerade die Seite mit dem Text mal haben. Genau, da können wir auch den von Thomas angesprochenen Textmodus mal eben einschalten. Den finden Sie hier oben unter View. Wenn Sie das so machen, dann sehen Sie halt hier natürlich ein bisschen Schnickschnack, der da irgendwo aus dem Bild resultiert. Und hier unten sehen Sie aber als schieren, reinen Text den Text in diesem Dokument. Ja. Dann haben wir hier die E-Mail, da wird es natürlich interessant. Da waren ja zwei Anhänge dran. Ne? Da sieht man auch direkt hier in dieser Hilfsanzeige mit der Büroklammer, ich mache das hier mal ein bisschen größer, sieht man also, okay, da sind weiterhin die Originaldokumente dran. So, da muss ich jetzt hier Disable Safe Mode machen und dann darf ich das aufmachen. Und da sehen wir, okay, haben wir immer noch die schiere JPEG-Darstellung des Ganzen, aber wenn wir hier weiter runter scrollen, sehen wir auch in dem PDF ist also dieser Mobilscan, nennen wir es mal wohlwollend, korrekt eingebettet und darunter finden Sie dann auch die Word-Datei. Ne? Ja, so viel dazu. Hier sind auch als zusätzliche Schmankerl sind auch diese Attachments nochmal mit Lesezeichen markiert. Ja, das heißt, wenn Sie, Sie sehen, hier setzen sich die Dokumente ja sehr deutlich voneinander ab. Ja, das ist auch für den Uneingeweihten klar zu erkennen, das hier ist der Body der E-Mail, hier mit allen Headerfeldern und so weiter. Hier unten hört die Signatur auf, schön und gut. Jetzt kommt halt dieses JPEG und jetzt kommt das Word. Ist hier kein großes Geheimnis. Wenn Sie aber so eine Mail haben mit 15 Attachments, ist das mitunter nicht so ganz einfach zu erkennen. Wo hört denn das eine Word-Dokument auf und wo fängt das nächste Word-Dokument an? Deswegen haben wir hier diese Lesezeichen, die Ihnen sozusagen durch
Klicken ermöglichen, zur jeweils ersten Seite des betreffenden Dokuments zu springen, sodass auch da, ähnlich wie beispielsweise in einer gescannten Akte, wo man auch versucht, die Registerstruktur zu erhalten, sodass also diese Strukturierung der verschiedenen Anhänge erhalten bleibt. Ja, die beiden anderen Dokumente sind ja relativ unspektakulär. Ne? Da haben Sie hier den Grundriss nochmal, der hat sich jetzt nicht so großartig verändert. Die Artefakte sind auch nicht besser geworden. Auch der ist natürlich hier PDF-A, wie man sehen kann. Und dann haben wir hier die Vorderansicht und die Rückansicht als schiere Bilder, ne? Auch die im PDF-A-Format. Das wäre also Teil 1. Wir haben gesehen, wir haben jetzt hier einen gewissen Zoo an Dokumenten gehabt, ein Sammelsurium von Eingabedokumenten, also eine Mail mit Anhängen, JPEG und Word-Dokument, ein digital erzeugtes PDF, ein PDF, das offenbar bereits gescannte Inhalte enthält und zwei ganz normale JPEG-Dateien. Und das ließ sich alles mit ein und derselben Verarbeitungsstrecke in eine kanonische, in eine einheitliche Ausgabe überführen. Und Sie haben da komplett PDF-A 3 in diesem Fall erzeugt mit ein paar Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel diesen Bookmarks. Ja. Wie gesagt, das deckt natürlich nur einen Teil der möglichen Anwendungsfälle ab und je nachdem, was Sie da an Eingabedokumenten haben und wie die strukturiert sind, kann man da sicherlich auch noch mehr machen. Aber hier sieht man da schon mal den gewissen Vorteil. Und jetzt im zweiten Teil haben wir hier noch einen zweiten Job vorbereitet. Der nimmt jetzt mal diese Dokumente und macht mit dieser Option Merge, macht er aus diesen sämtlichen Eingangsdokumenten ein einheitliches PDF-Ausgabedokument, ein einheitliches PDF-A-Dokument. Ich sollte hier eigentlich, das war jetzt eigentlich nicht geplant, das hier nochmal groß zu zeigen, aber ich mache das mal während der läuft. Offenbar habe ich bei meinen Versuchen gestern den PDF-Kompressor auf Englisch gelassen. Spalten wir den mal eben auf Deutsch um. Das ist ja für das deutsche Webinar vielleicht auch angemessener. So, ja, da heißt dann die Option nicht mehr Merge, sondern alle Seiten eines Ordners zusammenfügen. Ja, bitte das zu entschuldigen. War jetzt nicht beabsichtigt als Demo durch die Hintertür. So, auch das hat jetzt funktioniert. Da haben wir hier in diesem Ausgabeordner frisch mit dem Datum von gerade eben erzeugt die Akte Mustermann. Und da, wenn wir mal drauf gucken, uns hier die Seiten angucken, da kommt natürlich als erstes dieses Exposé. Ja. So, das läuft jetzt hier mit der GoToMeeting-Software zusammen ein bisschen langsam, das kennen wir schon, den Effekt. Das soll jetzt nicht heißen, dass das PDF an sich so lange dauert, sondern mein Rechner ist einfach gut ausgelassen mit dem, was er tut gerade. So, und dann sehen Sie auch hier, Exposé ist da. Mail ist da, Vertragsentwurf ist da, Grundriss ist da, Fotos sind da und auch hier sehen Sie, die beiden ursprünglichen Anhänge sind noch erhalten, die beiden E-Mail-Anhänge im Originalformat wurden also auch jetzt genauso weiter transportiert und Sie sehen jetzt hier, wir haben erneut eine Lesezeichen, eine Bookmark-Struktur, ja. Das können Sie sich auch im Adobe Reader ganz genauso anschauen. Und auch hier ist ein Bookmark für jedes Einzelelement vorhanden. Wenn ich da draufklicke, springt es mir automatisch direkt an die richtige Stelle. Ja. So viel also dazu, wie man einheitlich so eine Art von digitalen Akten erstellen kann. Wie gesagt, wie sich das auf Ihren ganz konkreten Workflow anwenden lässt, können wir im Zweifel auch in Form von Support und Beratung und einer Einführungsveranstaltung herausfinden und klarer ziehen. Das ist jetzt hier natürlich nur ein Beispiel, eben in so einer Größenordnung, die sich auch in einem Webinar mal eben abbilden lässt. Umgekehrt ist natürlich der PDF-Kompressor auch zur Massenverarbeitung tauglich. Das heißt, wenn Sie am Ende eines Tages 5 Akten fertig haben, die Sie so in der Form von Stapelverarbeitung dann jetzt hier mal einheitlich abschließen wollen würden für die Archivierung, dann ist natürlich auch das möglich. Was wir auch noch zeigen sollten, ist bezüglich der E-Mail-Verarbeitung, gibt es hier
auch noch eine ganze Reihe von Zusatzoptionen. Was wir jetzt gesehen haben, ist die Standardkonvertierung für PDF A3. Da werden alle E-Mail-Anhänge sowohl im Original als auch in einer nach PDF konvertierten Version eingefügt. Die Originale, wie wir gesehen haben, als Anhänge an die PDF-Datei. Das ist also ein ähnlicher Mechanismus wie bei E-Mails, wo man beliebige Dateien an eine PDF A3-Datei als Anhänge anfügen kann. Das geht nur bei PDF A3. Und alle Anhänge, sofern sie konvertierbar sind, auch als Seiten in das eigentliche PDF-Dokument eingefügt. Nun hat es Thomas schon angesprochen, so ein Anhang kann dann eben auch eine Videodatei sein oder es kann zum Beispiel eine Audiodatei sein, die ein Voicemail-System zum Beispiel als Anhang versendet hat. Sowas gibt es ja. Da muss man dann überlegen, will man die mit konvertieren oder will man diese Datei eher ignorieren aus Speicherplatz- oder Kompatibilitätsgründen. Das heißt, Sie können hier entweder sagen, naja, Anhänge, weiß ich, sind in diesem Fall komplett egal, will ich ignorieren. Oder Sie können eine ganz spezifische Konvertierung auswählen. Da steht auch nochmal dabei, welche PDFA-Conformance-Level welche Optionen unterstützen. Und da können Sie dann eben auch bestimmte Dateitypen, vorzugsweise natürlich auch die Viren, rausfiltern und von der Konvertierung ausschließen, oder Sie können eben sozusagen alles mitnehmen und dann auch beliebige Dinge als Anhänge an die PDFA-Dateien mit einbetten und mit archivieren. Ja, wie gesagt, da gibt es jetzt hier mehr Optionen, als wir in der Kürze des Webinars, dieses Webinars vorführen können. Es gibt, soweit ich mich erinnere, dazu auch ein spezifisches Webinar, von dem wir Ihnen auch gerne die Aufzeichnung schicken können, wo wir also ganz gezielt diese ganzen Optionen nochmal durchgehen. Unserer Meinung nach ist, wie gesagt, das Beste der aktuellen Möglichkeiten ist PDF A3U, wo wir sowohl die konvertierte Version langzeitarchivierungssicher eingebettet haben, wie auch die Originaldatei im Originalformat als Anhang mit anhängen. So, Thomas, das wäre es mit meiner Vorführung gewesen. Was sagst du? Habe ich was ausgelassen, vergessen? Ich sage vielen Dank und wir liegen gut in der Zeit. Während ich mich dann zum Moderator schalte, war die Frage, was passiert mit Formaten, die der Kompressor nicht erkennt? Wie kannst du vielleicht? Formate, die der Kompressor nicht erkennt, lassen sich, wie gesagt, ignorieren. Sie können dann selber entscheiden, ob Sie an der Stelle, wenn das passiert, und Sie können natürlich vorweg nicht sämtliche Dateiformate ausschließen, ob Sie das als Warnung behandeln oder als Fehler auffassen wollen. Wie gesagt, nur bestimmte Dateiformate können in eine PDF-A-Form überführt werden und Sie können natürlich auch in diesen Optionen eine Positivliste anfügen von Dateiformaten, von denen Sie sagen, die wollen wir aber haben, also zum Beispiel die Office-Formate oder Textdateien oder ähnliches. Also kann man auch ergänzen, wenn zum Beispiel LibreOffice im Einsatz ist, nehme ich das mal. Ja, ja. Gut, dann habe ich jetzt nicht aufgepasst. Sieht man jetzt meinen Bildschirm? Gute Frage. Gute Frage. Drück du doch einfach mal eben F11 und dann... Nee, du bist immer noch nicht der... Hier muss ich mich... Oh, ich glaube, jetzt ist es besser. So, jetzt sieht man deinen Bildschirm. Wir hatten jetzt beide dasselbe Login, das war jetzt... Ja. War ich jetzt etwas verrückt. Gut, ja, dann... Vielen Dank, Armin. Ich glaube, dann haben Sie das so auch gesehen. Also hier nochmal im Überblick, das war aber auch nochmal eine andere Frage. Also so hat, finde ich, der Herr Ortmann im Schnellgang, muss man sagen, das sehr schön gezeigt. Aber das war eben auch dieser Automatic Mode, also im einfachsten Fall. Und so soll das Architekturbild das auch so ein bisschen aufzeigen. Können Sie einfach alles reinschmeißen. Also TIFF, JPEG, das ist ja typischerweise so aus der Scan-Strecke. PDF kann ja immer so beides sein, also wir hatten den Grundriss, das war schon mal gescannt, vielleicht aus so einem MFP-Scanner entsprechend gekommen oder eben ein digitales, wie eben genau das Exposé von der Immobilie oder eben auch Office und E-Mail. So kann man das machen, das ist eben auch eine Stärke vom PDF-Kompressor, das sortiert er auseinander, das erkennt er und wählt dann auch, weil das ja technisch doch sehr unterschiedliche Dokumente sind, wählt er dann intern den technisch besten Weg.
Gut, das ist der einfache Fall. Dann ist es natürlich auch eine Frage Ihrer Organisation. Das war auch eine Frage, wie. Das kann natürlich auch je nachdem auch vielleicht ein bisschen von der Unternehmensgröße. Also mir fällt eine große Krankenkasse ein, die unser Kunde ist. Ja, da kommen dann schon mal 20 Millionen Seiten pro Jahr rein. Da hat man dann eine Scanstrecke und da läuft dann auch der PDF-Kompressor und dann auch in einer größeren Konfiguration, um dieses Volumen zu verarbeiten auf der Scanstrecke. Und dann gibt es vielleicht nochmal eine zweite Welt, die dann eben genau die E-Mail-Verarbeitung macht. Also das ist dann sicher auch individuell zu diskutieren. Auch bei dem Thema E-Mail, das glaube ich, hat der Armin sehr schön gezeigt, aber da hat man eben genau diese vielen Möglichkeiten. So ein bisschen die Frage nach Best Practices kam da entsprechend. Also ich hatte ja gesagt, ich bin PDFA3-Fan. Also es gibt die Anwender, die machen PDFA alles hintereinander weg. Das ist auch okay. Aber mit PDFA3 hat man diese schönen Möglichkeiten, das eben entsprechend zu machen. Und dann kann man eben wirklich auch zum einen das gesamte E-Mail, wie im Beispiel mit dann vielleicht 20 Seiten und auch ein sehr schönes Feature eigentlich mit den Bookmarks, da entsprechend dann darstellen und hat aber immer noch, wenn man das will, eben die Original-Attachments im Zugriff. Das ist immer dann eher kurzfristig spannend, wenn man das noch weiterverarbeiten will. Also wenn man eben aus einem Excel Änderungen macht und das weiterverarbeiten will, fürs Archiv ist es dann immer sehr schön, das eben auch komplett als PDFA zu haben. Gut, dann wollte ich jetzt nochmal entsprechend kurz auf die Lizenz- und Preismodelle eingehen, dass Sie das auch nochmal gesehen haben. Also Sie haben den PDF-Kompressor jetzt als Werkzeug gesehen, der kann eben komplett gescannte und digitale Dokumente. Wir haben da verschiedene Versionen auch entsprechend, die auch letztendlich so ein bisschen der Größenordnung angepasst sind und damit staffelt sich natürlich auch der Preis. Also das kann ein sehr kleiner Einstieg sein. Das ist unser sogenanntes Advanced-Modell. Das ist so, wenn Sie 12.000 Seiten pro Jahr haben, kann in einer Abteilung interessant sein oder für kleine Unternehmen ist dann auch entsprechend kostengünstig. Da sind wir so bei 700-800 € in der Größenordnung. Dann so unser Standard ist schon der PDF-Kompressor Unlimited für ein Core. Der schafft dann so ungefähr 5 Millionen, hängt immer ab vom Belegvolumen, aber als ja, Hausnummer, Daumenregel kann man sich das merken. Und dann, wenn wir eben die Krankenkasse, die ich eben erwähnt habe, nehmen mit 20, 25 Millionen Seiten pro Jahr, dann sind da natürlich größere Konfigurationen. Aber auch da kann der PDF-Kompressor, also der Armin Ortmann hat Ihnen das natürlich hier interaktiv gezeigt, dann läuft der als Server im Hintergrund in der großen VMware-Landschaft und schafft dann eben die 25 Millionen Seiten pro Jahr zeitnah auch weg. Für Einmalprojekte gibt es das sogenannte Basic-Modell. Das ist mehr, wenn Sie so Aktendigitalisierung machen. Also ich habe gesehen, hier sind auch Teilnehmer aus einer Bibliothek dabei. Also wenn Sie einen bestimmten Bestand haben, der hat vielleicht 1 Million Seiten, berühmtes Beispiel in Deutschland war immer die Beethoven-Sammlung, die digitalisiert wurde, dann kann man auch so eine Lizenz erwerben, wo man sagt, hier haben wir 1 Million Seiten, diese Beethoven-Sammlung, die wollen wir jetzt digitalisieren. Das ist auch historisches Beleggut. Das hat auch ganz andere Anforderungen an das Scanning, das man da durchführen will, wenn man da beste Qualität haben will und dann ist dieses Projekt abgeschlossen und dann ist letztendlich die Lizenz auch dafür verwendet worden. Gut, jetzt aktuell im November zum Jahresende wollte ich auch noch mal erwähnen, haben wir hier eine Aktion, dass wir hier auch noch mal beim Einstieg oder Erweiterung Ihres PDF-Kompressors dann 20% auf die Lizenzen anbieten können. Wenn das interessant ist, sprechen Sie mich uns gerne an. Da gibt es ja noch die Frau Becker, die kennen ja auch einige von Ihnen. Damit wären wir erstmal durch. Wir kommen gleich noch zu Fragen. Dann dürfen wir uns bedanken für die Aufmerksamkeit. Hatte ich eben schon angedeutet. Jederzeit gerne eine Testversion vom PDF-Kompressor. Das kann man einfach testen. Sie testen das mit Ihren Belegen. Ich bleibe bei der Bibliothek. Da haben Sie halt 600 DPI Gutenberg-Bibel aus 1400, na, ich weiß nicht genau, was die Gutenberg-Bibel entstanden ist. Die will man ein bisschen anders scannen als vielleicht den Grundriss, aber der soll ja auch gute Qualität haben. Gut, dann gucken wir gerne noch mal kurz in die Fragen rein. Also hier kommt schon die Frage nach dem Rendition Server, dass wir die entsprechend haben. Also hier bei dem PDF-Kompressor haben wir eigentlich, so wie wir es gezeigt haben, ein Werkzeug, typischerweise für eine oder zwei Anwendungen, wenn man es jetzt gescannte und E-Mail hat, wo man entsprechend dann das durchsetzen kann. Sie testen das, sie setzen das ein und nach erfolgreichem Test kann das produktiv gehen. Rendition Server ist sehr viel breiter angelegt. Der kann halt, wenn Sie im Unternehmen und Sie haben das, 20 Anwendungen haben, die mit irgendwelchen Tools PDFs erzeugen,
dann kann man das eben mit dem Rendition-Server zentralisieren, um eben eine einheitliche Qualität zu haben und letztendlich auch nur noch ein Werkzeug für die PDF-Konvertierung, wo man eben nicht in der Anwendung A irgendein PDF-Werkzeug, ja, Maintenance administrieren muss und letztendlich dafür auch Wartung bezahlt, sondern das alles entsprechend zentralisiert. Da kannst du noch ergänzen, Armin, vielleicht? Ja, von der technischen Seite kann man das vielleicht auch nochmal etwas anders formulieren. Also der PDF-Kompressor ist, ist zwar eine Serveranwendung, die ist aber für die Anwendung auf einem Server zugeschnitten. Also Server heißt ja heutzutage viel, dann hat dann vielleicht 24 Kerne und die können Sie natürlich auch gerne alle bei uns lizenzieren und da ordentlich das Blech zum Glühen bringen. Aber letzten Endes bleibt der PDF-Kompressor an sich erstmal beschränkt auf eine Maschine. Der liest also lokal oder über ein Netzwerkshare seine Dateien ein. Der wird lokal über diese Benutzeroberfläche gesteuert und der wird, der loggt lokal in eine Logdatei. Und man muss das richtig hinkonfigurieren, wenn man also mehrere Server mit PDF-Kompressoren in einer gemeinsamen Installation betreiben will. Der Rendition-Server ist im Kontrast dazu ein echter klassischer Web-Service mit einem REST-Interface. Das heißt, da brauchen Sie gar nicht unbedingt irgendwelche Dateien zu haben, sondern Sie können den über eine echte Web-Schnittstelle ansprechen und nach hinten raus ist das sozusagen eine skalierende Serverinfrastruktur. Das heißt, Sie können da beliebig viele Knoten dahinter schalten. Das ist aber für den Nutzer auch transparent und Sie haben damit ein richtiges modernes Stück Unternehmensinfrastruktur, das in der Summe zwar für ähnliche Anwendungsfälle erstmal ausgelegt ist wie der PDF-Kompressor, das aber auch modular erweiterbar ist und wir sehen da auch in absehbarer Zukunft noch sehr viel weitere Anwendungsfälle als für den PDF-Kompressor, was zum Beispiel überhaupt die Erzeugung von Dokumenten zum Beispiel aus Datenbankinhalten angeht. Der PDF-Kompressor als solcher nimmt halt immer Dokumente entgegen, die schon in irgendeiner Form ein Dateiformat haben, konvertiert die nach PDF. Das ist bei dem Rendition-Server sehr viel flexibler geregelt. Ja, da kam auch gleich die Frage dazu, ob es dazu auch schon Webinars gibt. Sicher, selbstverständlich. Und da schicken wir einfach im Nachgang die Links auch noch mit rum. Oder Thomas, wie machen wir das? Ja, ich hatte auch eben überlegt, also jetzt glaube ich, aber bis Weihnachten ist jetzt erstmal keins geplant. Es wurden aber aktuell auch gerade welche durchgeführt. Da gibt es entsprechend die Aufzeichnung, die senden wir Ihnen gerne zu. Und das ist dann ähnlich in der Art, natürlich dann Konserve, aber auch so in 40 Minuten kann man da einen sehr guten Überblick erhalten, beziehungsweise dann sind das auch Kollegen, die da gerne zur Verfügung stehen. Gut. So, dazu vielleicht auch noch kurz, Sie finden auch die Aufzeichnungen sämtlicher Webinars aus den vergangenen Jahren, entweder über unsere Website oder auch direkt auf YouTube. Also von daher, wenn Sie einfach mal stöbern möchten und vielleicht auch noch auf andere Aspekte stoßen, die für Sie interessant sind, können Sie sich da natürlich auch gerne umsehen. Gut, eine Frage kam jetzt noch aus dem Scan-Bereich zu dem Resi-Scan. Ich weiß nicht, ob das alle von Ihnen schon mal gehört haben. Also das ist eine Richtlinie vom BSI, um eben ersetzende Scans zu ermöglichen, gerade auch im Behördenbereich, sehr interessant. Also hier vielleicht auch nochmal gesagt, das ist der PDF-Kompressor, ist da auch eine gute Grundlage, um ein Resi-Scan-Verfahren aufzusetzen. Da gehören dann aber noch organisatorische Dinge dazu, die man dann auch letztendlich jede Organisation für sich selber erledigen muss. Aber auch in so einem Umfeld kann der PDF-Kompressor natürlich eingesetzt werden. Und eigentlich auch, bin ja ein PDF-A3-Fan, hatte ich ja schon gesagt, eine schöne weitere Anwendung. In diesem Resi-Scan muss man einen sogenannten Transfervermerk erzeugen. Da steht letztendlich drin, mit welchem Scanner haben Sie gescannt, wann haben Sie das gemacht, welche Auflösung und weitere Informationen, die das beschreiben. Und das kann man eben sehr schön, PDF-A3, habe ich das gescannte Bild und dann Transfervermerk rein und damit ist auch beides direkt in einer Datei zusammen. Also auch hier eine sehr schöne weitere Anwendung. Da gibt es noch viele weitere zu PDF-A3. Gut, das waren so die Fragen, die wir gesehen haben. Dann denke ich, wenn Sie noch Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an. Kann Ihnen ja in 5 Minuten einfallen, wenn Sie das nochmal kurz Revue passieren lassen. Natürlich sprechen Sie uns gerne für Testversionen oder dann auch konkret für Projekte an. Wir dürfen uns bedanken. Wir hoffen, Sie haben interessante Informationen erhalten und würden uns natürlich freuen, da weiter mit Ihnen im Kontakt zu sein, beziehungsweise Sie auf einem der nächsten Webinare, die sind jetzt für Mobile, also für unsere mobilen Lösungen geplant, bis Weihnachten da als Teilnehmer zu begrüßen. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und bis demnächst hoffentlich.